Peter Böhringer, Klartext. Was bewegt die Republik noch im Januar 2019 und ganz sicher auch nicht nur im Januar 2019, sondern Monate, Jahre, unter Umständen jahrzehntelang wird uns die Vorgabe, man muss es so formulieren, der Kohlekommission beschäftigen. Die Kohlekommission, Kommissionen sind immer Zeichen von plansozialistischen Institutionen. Und so haben wir hier eine Kommission natürlich nicht gewählt, sondern ernannt. 30 sogenannte Experten zum Thema Energie. Unter, man höre und staune, Vorsitz des Bahnvorstands, Pofalla, ein Lobbyist reinsten Wassers, der es dann irgendwann zur Bahn geschafft hat und dort die Bahn in ganz schweres Fahrwasser führt derzeit. Er ist weder ökonomisch noch energetisch in irgendeiner Weise eine Autorität für CO2, für Kohleausstieg und so weiter. Und doch hat er dieser Kommission vorgestanden und man hat lange getagt und ist irgendwann zu einem großen Ergebnis gekommen. Groß war ein Zitat von einem Staatssekretär, also Bundesregierung im Bundestag diese Woche, ein großes Ergebnis. Und man habe es gegen nur eine einzige Gegenstimme bei den 29 Mitgliedern durchgesetzt. Als ob das eine große Leistung wäre. Gib mir die Macht, eine Kommission auszuwählen, ihre Mitglieder, und das Ergebnis ist klar. Eine Gegenstimme von 30 oder von 29, natürlich ist das erreichbar, wenn sich alle einig sind, wenn von vornherein der Auftrag klar feststeht. Und boah, dann ist am Ende auch nicht wichtig, worüber man entscheidet, denn man ist nicht mehr im Amt als Vertreter seines Verbandes, als Vertreter der Bundesregierung, als Vertreter der Pseudo-Opposition, die, glaube ich, noch nicht mal vertreten war in dieser Kommission. Wer auch immer, keiner wird im Jahr 2038 noch im Amt sein. Und dieses große Ergebnis dieser Kohlekommission war, wir werden bis 2038 komplett aus der Kohleverstromung aussteigen. Wow, kann man da nur sagen. Also Vorsicht jetzt, ich traktiere Sie unter Umständen mit ein paar Fakten und Zahlen, nur um das mal einzuordnen, was hier eigentlich entschieden wurde. Wohlgemerkt vor dem Hintergrund, dass bereits 15% unserer grundstromfähigen Last durch Atomkraftwerke schon bis 2022/23 komplett wegfallen, die bereits ersetzt werden müssen im Netz. Da reden wir mal nicht von Peanuts, wir reden von 600 Terawattstunden im Jahr in deutschem Energiebereich. Das ist verdammt viel Energie. Davon schon mal 15% durch Kernkraftwerke. In Bayern sind wir auch mal locker bei 40%, die hier ersetzt werden müssen. Das ist ja schon nach Fukushima direkt entschieden worden. Das soll uns heute nicht unser Thema sein. Diesmal geht es nicht um diese 15%, es geht um die nächsten 50%. Das ist der typische Anteil der Kohleverstromung, Braun- und Steinkohle in einem typischen Wintermonat, sage ich jetzt mal. Und entscheidend ist nicht mal der Jahresdurchschnittwert. Entscheidend ist die Spitzenlast. Die deutsche Spitzenlast, die heute installiert ist, und da nehme ich jetzt mal die Erneuerbaren bewusst raus, ganz bewusst raus, ist um die 80, maximal 90 Gigawatt. Das ist das, was dieses Netz und dieses Land konventionell erzeugen kann. Formal kommen auch noch 60 Gigawatt, immerhin Wind, hinzu in der Maximalauslastung, wenn Orkan über Gesamtdeutschland flächendeckend tobt und wenn am 21. Juni die Sonne extrem brennt, wolkenlos auf ein deutsches Gesamtland, dann haben wir noch mal 45 Gigawatt Solarkapazität. Das sind aber reine utopische, rein theoretische Größen. Ich sage mal, es geht um die Spitzenlast. Es geht darum, dass der Blackout vermieden wird an Tagen, an denen die maximale Verbrauch stattfindet und praktisch nichts über Solar und Wind reinkommt. Was gar nicht so selten ist. Beispiel, nur mal jetzt rein Beispiel, vor einer Woche, 24. Januar, 18 Uhr. Die Kohle hatte 33 Gigawatt Anteil um 18 Uhr. Das sind ungefähr 50% des Gesamtbedarfs in diesem Moment. Gas 14, Atom 10, sonstige nochmal 11. Und von Wind kam praktisch nichts, von Solar praktisch auch nichts. Das sind die Zeiten, die eben auch überbrückt werden müssen. Wenn das nicht gelingt in diesem Moment, das ist nicht so selten, dass wir keinen Wind und keine Sonne haben in diesem Land, dann muss trotzdem 80, unter Umständen 90 Gigawatt erzeugt werden. Die Speichertechnologien können Sie weitgehend vergessen. Es gibt nicht allzu viele und es wird auch keinen Durchbruch dahin geben. Es wird ihn nicht geben. Wir müssen immer so viel erzeugen oder importieren, was natürlich immer geht. Man kann natürlich schön
sauberen französischen Atomstrom oder dreckigen polnischen Kohlestrom nach Deutschland importieren. Aber das ist ja vielleicht auch nicht im Sinne der Erfinder. Das würden nicht mal die Grünen machen. Aber genau darauf würde es hinauslaufen. Ein Blackout ist ein echt übles Ereignis. Ein flächendeckender Blackout. Da gibt es Tote, und zwar regelmäßig, in wenigen Stunden, wenn der Strom länger ausfällt. Vom volkswirtschaftlichen Schaden ganz zu schweigen. Und es muss vermieden werden unter allen Umständen Blackouts. Selbst kleine regionale, geschweige denn bundesweite, geschweige denn über mehr als eine Stunde. Das ist wirklich ein fatales Ereignis. Und da helfen uns die Erneuerbaren, speziell Wind und Solar, in vielen, vielen Tagen im Jahr überhaupt nicht, gar nicht. Das heißt, man muss die Grundlast vorhalten mit konventionellen Energien und man muss den Stand heute auch permanent nutzen. Kohle 50% in Spitzenzeiten gab es auch schon Zeiten, da hat die Kohle alleine 80% des deutschen Energiebedarfs gedeckt. Davon reden wir hier. Und die große Leistung der kommissarischen Kommission, der plansozialistischen Kommission des Herrn Pofalla war, zu verfügen, 2038, wenn er wahrscheinlich seine Rente im 20. Jahr genießt, ist es dann irgendwie nicht mehr so, na, vielleicht auch aus dem 10. ist es dann irgendwann vorbei. Und die anderen nach mir, die Sintflut nach mir, die sollen sich Gedanken machen, die Ingenieure sollen endlich mal mit etwas Genialem daherkommen. Es gibt auch demnächst auch eine von der Bundesregierung aus meinem Bundeshaushalt geförderte Agentur für Sprunginnovation. Und genau sowas wird man auch brauchen. Man wird eine Sprunginnovation brauchen. Man wird 10 Dutzende von Sprunginnovationen brauchen, um diesen Kompensation überhaupt zu leisten. Und insbesondere mit erneuerbaren Energien. Es ist schlichtweg nicht denkbar. Es wird auch Arbeitsplätze vernichten, ist überhaupt keine Frage. Das hat ja sogar die SPD erkannt, was sie aber nicht davon abhält, dieses Ergebnis voll und ganz mitzutragen. Das hält auch den Chef der IG Metall nicht davon ab, dieses Ergebnis mitzutragen. Der ja eigentlich eher seine Arbeitsplätze als, es ist nicht seine Aufgabe, das Klima in 50 Jahren, das noch nicht mal direkt vom CO2 abhängt, das ist ein anderes Thema. Hier wird ja auch auf wissenschaftlicher, völlig fehlender Basis wird CO2 reduziert. Mit dem Ziel, das Klima in irgendeiner Weise nicht zu warm werden zu lassen, wofür es nach wie vor keinen Beweis gibt. Und selbst wenn es ihn gäbe, wäre es nicht das Problem des IG Metall-Chefs. Kann man nur sagen, wenn die SPD und die IG Metall das mittragen, dann gilt die uralte Arbeiterlosung in ganz anderem Sinn. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Oder vielleicht sollte man formulieren, wenn deine Dummheit es will. Oder, also jedenfalls hat es nichts zu tun mit Common Sense. Es ist völlig irrational. Anderes Beispiel, 31.01. war es gestern. Um 17 Uhr, 78% wurden konventionell erzeugt, 22% erneuerbar. Das ist der Stand heute. Man kann es nicht beliebig nach oben treiben, insbesondere nicht in der Grundlast. Und damit eben auch nicht, um die Spitzenlast abzudecken ganz oben. Es ist hochgradig gefährlich. Aber ja, wer rechnen kann, ist ja heutzutage Nazi. Wer öffentlich rechnet oder andere zum Rechnen anstiftet oder Berechnungen verbreitet, ist irgendwie auch Nazi. Also in die Richtung geht das heutzutage, die Argumentation. Man muss wirklich sagen, intellektuell hat dieses Land fürchterlich abgerüstet. Und nur so sind solche Grundentscheidungen überhaupt erklärbar. Falsche ideologische Basis für ein Ziel, das niemand braucht, CO2-Reduktion in Deutschland, dass selbst wenn man es erreichen würde, 20, 30, 40, 50% CO2-Reduktion, was Wahnsinn wäre, riesige Auswirkungen auf unsere Finanzen und vor allem auf unseren Lebensstandard hätte, dann würde das in der 5. Nachkommastelle den Anteil des CO2 in der Umwelt beeinträchtigen. Und wer dann ernsthaft daran glaubt, dass damit das Weltklima irgendwie auch nur ansatzweise verändert werden könnte, auch nur um Bruchteil eines Grades, dem ist nicht mehr zu helfen. Es hat keine wissenschaftliche Grundlage, noch nicht mal in den absurden Modellen des IPCC. Ja, hält aber Frau Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, nicht davon ab, im Deutschlandfunk zu sagen, wir haben doch Speicher. Das Netz fungiert als Speicher. Was schlichtweg nicht stimmt. Das Netz fungiert nicht als Speicher. Das stimmt nicht. Alles, was reinkommt an Produktion, an welcher Stelle auch immer ins Netz, wird in Echtzeit, in gleicher Zeit, im gleichen Moment verbraucht an einer anderen Stelle. Es gibt so gut wie nichts, was dauerhaft gespeichert wird, dauerhaft sowieso nicht, aber noch nicht mal minimal. Das ist im Millisekundenbereich. Und Baerbock behauptet es einfach mal. Und Zitat weiter, und das ist alles ausgerechnet. Das sagt das, sie entblödet sich nicht, das so zu sagen. Ich habe irgendwie keine wirkliche Lust, mir gerade mit den politischen Akteuren, die das besser wissen, zu sagen, das kann nicht funktionieren. Diese Frechheit, diese Chuzpe hier, diese Dummdreistheit, völlige Ahnungslosigkeit von der Materie, es stimmt nichts in diesen zwei Sätzen, aber man stellt es einfach mal in den Raum und man
stellt noch in den Raum, ich weigere mich, mit anderen Leuten darüber zu diskutieren. Klammer auf, die könnten es ja vielleicht doch besser wissen, dann weigere ich mich doch lieber gleich. Das ist ein Wahnsinn und Sie sollen mal in den Spiegel schauen, wenn Sie wirklich anderen vorwirft, dass Sie keine Ahnung haben. Also sie widerspricht damit sämtlichen, die auch nur ansatzweise naturwissenschaftliche Ahnung haben. Das bin nicht unbedingt ich. Es gibt genügend Experten, die ihr das besser sagen könnten. Aber wenn man beratungsresistent ist, dann gilt für die Grünen das Gleiche wie für SPD, Linke und Gewerkschaften. Alle Räder stehen still, wenn eure Dummheit es will. Und ja, man kann leider bis in die höchsten Regierungskreise niemand ausnehmen. Ich zitiere mal aus Bundestagsdebatten zu diesem Thema von gestern, 31.01. Die Staatssekretärin im, ich glaube, Umweltministerium, Frau Schwarze-Lüger-Sutter, von der Koalition SPD, Zitat, wir handeln verantwortungsbewusst, wir machen uns jetzt Gedanken über die Kompensation. Und da sind wir ja mal gespannt. Energetisch kann sie das nicht ernst meinen, es gibt keine Gedanken, die man sich hier machen kann, um ja, 300 Terawatt an Energie einfach mal so zu kompensieren. Das heißt, sie kann es nur finanziell meinen. Und in der Tat, es gibt bereits Vorschläge aus dem BMF und aus anderen Ministerien, ja, zumindest finanziell kompensieren wir die betroffenen Braunkohlegebiete. Steinkohlegebiete gibt es ja schon lange keine mehr in Deutschland. Aber die Braunkohlegebiete schon. Wir kompensieren sie mit Geld. 2 Milliarden pro Jahr, wenn wir spielen. Klingt erstmal viel. Und das immerhin über 20 Jahre bis 2038. Ja, das summiert sich, noch nicht mal abgezinst, dann wird es weniger, auf 40 Milliarden Euro in diesem Zeitraum. Das ist so ziemlich genau das, was die offiziell zugegebenen Integrationskosten für unsere Neubürger auch nur seit 2015 uns jedes Jahr kosten. Das ist das, was der deutschen, sogenannten deutschen Bundesregierung die Kompensation von ganz sicher arbeitslos werdenden Menschen in diesen Braunkohlegebieten wert ist. Und dann kann man über Braunkohle immer streiten, das war immer umstritten, aber es ist nun mal 20-30% unserer Produktion. Der Rest ist Steinkohle, die importiert wird, die wir aber auch weiterhin brauchen. Und ich sage Ihnen, der erste Blackout würde die Regierung wegfegen. Das ist denen noch nicht so ganz bewusst, beziehungsweise es ist ihnen egal, weil es ist ja nach ihrer Term. Die aktuelle Term endet zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Kohlekraftwerk abgeschafft ist und wo auch noch kein noch nicht alle Atomkraftwerke abgeschafft sind. Und deshalb ist es möglich, wahrscheinlich sogar wahrscheinlich, dass wir bis 2021, 2022 keinen Blackout haben. Danach wird es dann doch ein bisschen kritisch. Man will ja alles mit Gas kompensieren, weil man genau war, irgendwo doch insgeheim weiß, dass es mit Erneuerbaren nicht ganz Energie geht. Gas ist grundlastfähig, Gas kann man schnell zu- und abschalten. Nur, da kommen ja schon wieder die nächsten Themen rein. Im intellektuellen und energetischen Abwicklungsprozess Deutschlands wird uns ja das Gas auch verknappt. Es ist nicht Nord Stream 2 wird politisch torpediert. Da kann man jetzt drüber streiten, von wem. Aber es könnte sein, dass sie nicht kommt. Das heißt, wir brauchen die riesigen neuen Gasmengen, die man braucht, um 300 Terawattstunden zu kompensieren. Das ist ein Planungsproblem. Das ist ein Problem des Bauens. Auch das Zeitproblem dieser Gaskraftwerke. Das geht nicht in einem Jahr. Da braucht man mindestens 4-5 Jahre im Planungsprozess, selbst wenn man mal wenig Bürgerproteste unterstellt. Und man braucht natürlich das Gas. Und das russische Gas, das tatsächlich da wäre, ist bereits voll da mit Nord Stream 1. Es gibt noch ein paar andere Pipelines durch die Ukraine, politisch unsicher. Nord Stream 2 wäre wichtig, insbesondere wenn man denn unbedingt all diese Energiemengen hier reinbringt. Erst recht, wenn man feuchte Fantasien von Millionen von E-Fahrzeugen hat, die natürlich den Energieverbrauch noch mal verdoppeln, verdreifachen würden in diesem Land, wenn das wirklich alles käme, ja, dann ist das erst recht nicht möglich. Es ist alles nicht durchgerechnet. Frau Baerbock sagt schlichtweg Blödsinn. Und ja, dann kommt aber noch Frau Schwarze-Dienst-Hüter wieder. Wie klein kann man sein, wenn man es alles so wie wir jetzt schlecht redet? Alle machen sich auf den Weg. Entschuldigung, niemand macht sich auf den Weg. Das gibt es praktisch nirgendwo auf der Welt. Nur wir machen uns auf einen falschen Weg, auf eine Sackgasse. Und ja, immerhin, die FDP hat sich kritisch dazu geäußert. Wir sowieso in der Aktuellen Stunde. Aber auch Herr Lindner hat in seiner Rede nicht explizit gesagt, er ist gegen diesen Kohleausstieg. Er hat gemeint, ja, man solle doch den marktwirtschaftlichen Weg gehen, statt einfach Verbote auszusprechen, einfach mit Zertifikaten und die etwas teurer machen. Lieber Herr Lindner, die Zertifikate, CO2-Zertifikate, sind in keiner Weise ein marktwirtschaftliches Tool, so wie Sie es explizit und wörtlich gestern hier dargestellt haben.
Es ist kein marktwirtschaftliches Tool. Das ist auch schon Planwirtschaft von hinten bis vorne. Es hat sich noch nie ein sogenannter marktwirtschaftlicher Zertifikatpreis entwickelt, beziehungsweise eine Zeit lang wurde es zugelassen. Er war bei 0,00 pro CO2-Menge. Und jetzt hat man politisch verfügt und nur politisch, dass diese Zertifikate nun doch etwas kosten müssen. Und man hat da einen planwirtschaftlichen Prozess in Gang gesetzt. Sie wissen das. Es ist reine Planwirtschaft. Trotzdem, immerhin die FDP hat sich noch ein bisschen dagegen gestimmt. Also man denkt immerhin noch an Arbeitsplätze der FDP. Das möchte ich hier zugestehen, im Gegensatz zu CDU, CSU, Grünen und Linken und SPD. Es gilt wirklich das, was Hendrik Broder als Klimakirche bezeichnet. Es gibt in diesem Spiel keine Ratio, es gibt nur den Glauben an den menschengemachten autochthonen, durch CO2 verursachten Klimawandel. Es gibt den Glauben, dass man durch Vermeidung von CO2 irgendetwas am Klima ändern könnte. Es gibt den Glauben, dass man das speziell in Deutschland könnte. Es gibt den Glauben, dass man speziell durch den Kohleausstieg könnte, obwohl man genau weiß, dass man in der fünften Nachkommastelle beim landet. Und insofern, es gibt hier Gläubige, das sollen wir alle sein. Es gibt hohe Priester, das ist Herr Schellenhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Das sind die ganzen Vorbeter von, muss ich fast schon sagen, Imame der Bundesregierung zu diesem Thema. Es gibt die Ketzer, das sind wir. Und es gibt den Ablasshandel, das sind CO2-Zertifikate. Und das ist inzwischen auch die unvermeidliche Steuermehrbelastung durch Importstrom. Denn auf genau das wird es hinauslaufen. Wir werden vom Ausland, dass Atomstrom eben nicht abschaltet oder Kohlekraftwerke zubaut. China baut Hunderte derzeit. Wir werden von Osteuropa und vielleicht sogar von Asien irgendwann Strom zukaufen müssen. Es ist ein völliger Wahnsinn. Was sagt Herr Westphal? Auch Staatssekretär der SPD. Nein, Parlamentarier der SPD zu diesem Thema. Ja, das ist eine Herausforderung. Immerhin, er gibt zu, es ist eine Herausforderung. Aber wir stellen uns dieser. Ja, also lieber Herr Westphal, man kann sich auch dem Mündungsfeuer einer Kalaschnikow stellen. Ja, man kann es versuchen. Ob das wirklich klug ist, ist eine andere Frage. Das Problem ist, dass Sie ja andere vor diese Mündung stellen, nämlich nicht sich selbst. Sie sind dann auch in Rente. Und ja, vielleicht erleben Sie den Blackout noch, aber vor allem erleben Sie die höheren Steuern nicht mehr als Steuerzahler. Und gute Taten auf fremder Leute kosten haben keinen moralischen Wert. Das kann man in fast jeder Sendung hier sagen. Parallel sagt der Fokus eine neue Mini-Eiszeit voraus. Gerade mal ein paar Monate alt der Artikel. Es gibt also nach wie vor keine Klarheit zum Thema Wissenschaft. Unsere eigene Positionierung wird inzwischen auch bestätigt durch politisch völlig unverdächtige Institutionen wie den Bundesrechnungshof, der ganz sicher nicht in Absprache mit uns, sondern in ureigenem Recht feststellt in seinem aktuellen Bericht zur Koordination und Steuerung, zur Umsetzung der Energiewende feststellt, dass eine völlige, komplette Zielverfehlung stattfindet. Sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Bezahlbarkeit, was die selbst vorgegebenen Zielvorgaben der Bundesregierung waren, sind noch nicht mal quantifizierbar. Das steht hier drin. Das ist eine Rundum-Ohrfeige des Bundesrechnungshofs zum gesamten Thema. Lesen Sie es gerne mal durch, wenn Sie Zugang zu Bundestagsdrucksachen haben. Im Prinzip ist es öffentlich. 19.4550. Bericht des Bundesrechnungshofs. Wer das durchliest, der hat keinerlei Illusionen mehr über die energetische, buchhalterische, finanzielle Seriosität und er hat richtig, also sprich, es gibt sie nicht bei der Bundesregierung und er muss richtig Angst haben und das ist keine Angstmacherei über das Thema Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Das BMWi, das Wirtschaftsministerium, hat es noch nicht mal quantifiziert. Der Bundesrechnungshof sieht sich nicht einmal in die Lage, irgendwas zu prüfen, weil die Zielvorgaben, die von der Bundesregierung selbst kommen, noch nicht mal quantifiziert sind. Das ist die Irratio und der Wahnsinn, den wir in diesem Land permanent erleben, den wir in diesem Bundestag erleben, gegen den wir ja, wie Ketzer, aber eigentlich sind wir auch schon fast die Hohepriester, dagegen anargumentieren. Aber wir versuchen, Hohepriester der Naturwissenschaft zu sein und nicht Hohepriester der Ideologie, der Legasthenie und der Dyskalkulatio. Bleiben Sie uns darum gewogen. Wir versuchen immer noch, auch diese Werte, mit denen dieses Land mal groß wurde, auch noch aufrechtzuerhalten. Ihr Peter Böhringer.